So, willkommen wieder zurück zu der Folterei hier, die es vorstatten sieht. Ist doch wirklich arges, schweres Unterfangen. Wir müssen irgendwie es doch schaffen, hier den Dunkelmagier zu besiegen. Okay, wir sind nur einmal dran geschaltet bisher, aber der Weg hierher war nochmal schwerlich. Jetzt haben wir diese komische Ding. Wir müssen hier diese Kristalle zerstören. Bekommen wir jetzt immer wieder Schaden. Ach, nochmal so ein Teil. Immer noch dran. Nochmal so. Los. Muss doch klappen. Und jetzt so. Fähigkeiten ausgenutzt gegen ihn. Aber hat anscheinend nicht geholfen. Er hat immer noch 40.000 Lebenspunkte, muss man sich mal vorstellen. Aber er kommt nicht groß nochmal zum Kämpfen. Hat er gerade irgendeine Wolke gemacht über Milota? So, haben wir den Dunkelmagier doch besiegt. Schwere Geburt, aber wir haben es geschafft. Und damit haben wir die Prinzessin befreit. Einzigartiger Kompositionsbogen. Kompositbogen. Selten gute Kettenhelm. Seltene, aufwendige Arbeit gering. Diamantenplättchen. Ja. Gott, ist alles durcheinander. Achso, wir wollten ihm das jetzt Stufe 30 geben. Ach, er ist noch nicht Stufe 30. Aber wie ist der Bogen? Der ist ja richtig krass. Gucken wir nach. Ja, ich nehme den Bogen. Sorry wegen der Rüstung hier. Ich muss mir noch irgendwas einfallen lassen. Weil der Bogen ist richtig cool. Und natürlich das. Haben wir hier irgendwas für ein Fernkämpfer hier? Das ist auch seins. Gut, dann reden wir mal mit der Prinzessin. Ich bin dir wohl meinen Dank schuldig, obwohl ich mit diesen Geiern auch sehr gut allein fertig geworden wäre. Wer seid ihr? Alles in Ordnung? Die Chancen standen schlecht? Ja, ziemlich schlecht. Für Sie. Ich habe nur auf den rechten Moment gewartet. Sie hätten jedenfalls nie bekommen, was Sie von mir haben wollten. Da kannst du sicher sein. Ich bin übrigens Eva aus den Nordlanden. Sie wollten etwas? Ja, aber eher wäre ich gestorben, als dass die Dunkelmagier gewonnen hätten. Ich dachte, sie halten euch als Geisel fest, um den Widerstand zu brechen. Das stimmt. Sie glaubten, damit könnten sie die Widerstandstruppen aufhalten. Doch außerdem suchen die Dunkelmagier ein mächtiges Artefakt in Schneebachheim. Nur ich kann es erreichen. Und sie hatten gehofft, meine Geheimnisse zu erfahren. Sprecht ihr von der Aegis der... Der Aegis der Blindheit. Bist du auch deshalb hier? Blindheit. Ich wurde hergesendet, um euch zu helfen. Ich muss mich jetzt um die Aegis kümmern. Eine befindet sich sicher in der Burg, doch die andere wurde mit einer Karawane dorthin gesandt. Sie sollten schon längst hier vorbeigekommen sein. Ich fürchte, es ist etwas Schreckliches passiert. Leider ja. Ich habe die Reste der Karawane am Wegesrand gesehen. Nein! Hat meine Ungeduld uns alle verdammt? Jessic, meine Soldaten, die Aegis! Hast du gesehen, was mit der Aegis geschehen ist? Es ist alles in Ordnung. Ich habe die Aegis der Toten, des Todes. Wirklich? Dann bist du uns tatsächlich freundlich gesonnen. Schneebachheim kann vielleicht doch gegen die Morden bestehen. Reist du dorthin, um auch meine Aegis zu beschützen? Die Aegis der Blindheit? Meine Last scheint mit jedem Schritt schwerer zu werden. Aber ich leuchte euch nicht in Sticht. Wo liegt Schneebachheim? Hier durch. Okay. Ist hier noch irgendwas? Nee.
Nochmal mit dir reden? Die Nordenarmee greift Schneebachheim von Süden her an, also musst du die Burg von Norden betreten. Hinter dir. Hör zu. Ja. Der größte Teil von Schneebachheim liegt unter der Erde. Betritt die Burg über die Bedienstetenquartiere. Geh zum Thronsaal und such beim Thron nach einer verborgenen Schublade. Sie enthält einen Schlüssel zur Freigabe der Aegis. Finde danach die Kommandantin. Sie befehligt die Widerstandskräfte und wird für jede Verstärkung dankbar sein. Danke. Ich begleite dich zur Burg. Welche Kampfkunst habt ihr? Das ist bestimmt Nahkämpferin, wa? Ja, 29. Ich habe nämlich Lust. Lothar mag ich sowieso nicht mehr. Sie, zwei Waffen. Tapferkeit, Zähigkeit, kritischer Schlag. Ja. Breche ich erstmal ab. Möchten Sie Spiel speichern? Ja. Okay, mit ihr können wir dann bestimmt reden. Lothar. Lass mal all deine Krempe fallen. Gibt es eigentlich auch so eine Taste? Krempe fallen lassen? Wäre cool. Aber nee, müssen wir manuell machen. Ich begleite dich zur Burg. Das soll's doch noch nicht. Lass mich doch erstmal meine Aufgabe hier machen, dann kannst du gerne mitkommen. Weil Lothar ist eh nicht der Richtige für diesen Job. Der Kerl ist komisch. Naja. Dann nehmen wir doch lieber sie als Begleiterin. Auch wenn Lothar natürlich schon höher ist von der Stufe. Aber trotzdem. So. Gut. Und dann entlassen. Ja, ich schenke so ein. Was hast du jetzt gerade aufgehoben? Ich hoffe, nichts Wichtiges. Ja. Ich begleite dich zur Burg. Danke, Prinzessin. Nenn mich Eva. Und jetzt los. Der Feind wird sicher nicht auf uns warten. Konversation beenden. Gut, was hat sie eigentlich bei sich? Eigentlich mehr Schrott. Obwohl, die Rüstung ist gar nicht so schlecht. Lothar, das ist richtig. So. Feuerwehr. Kann ich mehr tragen. Ja gut, da ist auch seine Rüstung mit dabei. Eh nicht nehmen. Rostiges Kettenhemd. Hallo, warum habe ich eigentlich so viel Müll dabei? Sie soll doch aufheben. Okay, jetzt gucken wir nochmal. Das und das 27 bis 40. Sogar noch stärker. Ist ja cool. Und dann gehen wir mal ihre Fähigkeiten nach. So, zwei Waffen. Eifer. Okay, hier 10. Nur noch ein bisschen auf kritischen Schlag, ein bisschen auf Eifer. Erhöht sich die Geschwindigkeit. Sehr schön. Gut, dann haben wir jetzt eine neue Mitstreiterin. Die Dunkelmagier sind erbärmliche Kreaturen.
erbärmlich, ich fand sie böse und hinterhältig. Sie sind süchtig. Warum? Echt immer. Die wollen immer reden, diese Person, wenn wir schon wenn wir mitten im Kampf sind. Das finde ich mehr als merkwürdig. Aber na gut. Was sollen sie machen? So. Die Viecher erledigt. Gesundheitstrank. Kleine Insektenbiester. Hier, kommt mit drauf. Fahren wir nach oben. Die kümmern wir uns jetzt nicht. Tränke nehmen schon wieder. Mein Gott. Selten doch ein Stück. Klingt schon mal cool. Oha, 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 oha. Aber nicht tot. Nimm nochmal Heiltränke. Macht ihr denn die ganze Zeit hier, wenn ich fragen darf? Oh Gott. Aber ich spiele auch heute nicht so besonders. So, sie ist auch wieder dabei. Vielleicht geht aber meine dunkle Magierin, Kopfmagierin zugrunde. So, den haben wir auch besiegt. Gibt es hier irgendwo einen Teleporter? Scheint erstmal nicht zu sein. Müssen wir mal gucken, ob wir noch irgendwie einen finden, bevor wir hier beenden. Wir sind 12 Minuten vorbei. Ah, warum kriegt die denn so viel Schaden ab, bitteschön? Hier sind diese speziellen Türen für Naturmagier Stufe 26. Jetzt mal ein Mikro. Das wäre jetzt was gewesen. Niemand kann noch etwas tragen. Das ist ja auch super. So. Auch platt. Ja, ein bisschen Gold kann jeder tragen. So kann man die Viecher schnell platt machen, und schön. Und dann gehen wir mal hier raus. Und dann hoffe ich mal, dass hier oben irgendwo ein Teleporter ist. Bestimmt. Ich kann mir vorstellen, dass nirgendwo was ist. Okay, jetzt ist gerade wieder jemand bewusstlos. Hey, super. Nicht genug Mana. Nimm Mana-Trank, dann klappt es auch. Okay. Doch, da haben wir noch einen. Da haben wir einen Teleporter und da laufen wir jetzt hin. Stufe 30 sind sie schon. Das wird für manch andere doch ziemlich hoch sein. Preiskämpfe. So, besiegt sie mal. Panzerbasilisk. Uha. So, aber ordentlich, der hinten hat welche abkassiert. Und der vorne hat auch noch welche Schaden abkassiert.
wir jetzt immer noch was tragen können. Okay. So, dann machen wir für heute hier Schluss. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, freut mich, dass ihr dabei gewesen wart. Sorry wegen einer leichten Abwesenheit. Aber nächstes Mal wird's besser. Bis dann, euch noch einen schönen Tag.